Cheerio, meine Freunde, und willkommen zu dem neuen angekündigten Let's Play. Und was spielen wir natürlich? Ark. So, ihr könnt jetzt einen Server beitreten, mache ich aber nicht. Ich möchte ein lokales Spiel. Ja, die Standardeinstellungen lasse ich mal so, ne? So, ja, wir löschen mal alle Einzelspielerdaten, weil das Problem ist nämlich, dass wir sonst wieder auf unseren Stream-Charakter, wir haben einmal das Ark gestreamt, starten werden. Und ja, wir werden The Island machen. Also Staffel 1 wird The Island sein. Ich habe mir überlegt, ich werde das in Staffeln aufteilen. Staffel 2 können wir dann Scorched Earth machen. Danach machen wir auch The Center und Ragnarok. Aber erstmal fand ich so zum Reinkommen. Besonders weil ich Ark seitdem, also ich habe jetzt zwar im letzten Stream gespielt, aber sonst nicht mehr, dachte ich mir, jo. Machen wir erstmal ganz einfach hier Einzelspieler. Narkobären können selbst die kräftigsten Tiere betäuben. Sie sind ein gutes Narkosemittel. Ja, aber später weiß ich, also zumindest weiß ich das noch, dass man später dieses Narkosemittel braucht, wenn man größere Dinos zähmen will. Ich bin auch ein Fan davon, mit Narkosefallen zu schießen, als mit normalen. Oh, ich bin gespannt, was jetzt... Also das Ark Survival Evolved ist ja jetzt offiziell released worden. Das war ja Ewigkeiten in der Early Access. Jetzt ist es mittlerweile released und bin gespannt, was sich noch so alles verändert hat. Ich muss sagen, das letzte Mal richtig gespielt war, habe ich auf einem Server, auch von YouTubern, ich weiß deren Namen leider nicht mehr. Die haben mich eingeladen und gesagt, du hier, kannst bei uns spielen, musst uns aber abonnieren. Ich dachte, oh, egal, dann habe ich das eben. So, Hautfarbe. Weiblich oder männlich? Ich nehme mal männlich. Ich spiele in letzter Zeit in so vielen Let's Plays weibliche Charakteren. Dass ich hier Haarfarbe. Boah. Machen wir einfach. Machen wir mal schwarz. Augenfarbe. Da. Und wir machen rote Vampiraugen. Körpergröße. Ne, Kopfgröße. Huch. Nee, Schrumpfkopf. Ich würde mal sagen, den Rest lasse ich erstmal so. Ich nehme mal Südzone 3 zum Spawnen. Wir heißen das Charaktername Mensch, ja, nee. Adam. Und wir starten los. Muss sagen, dass Ark früher bei mir massivst geleckt hat. Das ist ja schon mal neu, das kannte ich ja schon, da bin ich gewundert. Hö, was ist denn das? Der Sound laggt auch noch. So. Und da sind wir. So, das soll ja leicht sein. Das heißt, man ist ja erstmal vorerst geschützt. Dann würde ich mal sagen, boxen wir ein paar Bäume. Oh, ich bin so gespannt, was alles Neues dazugekommen ist, ey. Also im Stream haben wir ja schon einige so... Das war nicht lange. Wie lange haben wir im Stream gespielt? Dreiviertel Stunde? Bam. Jetzt haben wir 16 mal Stroh, gut. Ich brauche Steine. Wir müssen ja erstmal jetzt... Boah, auf zu laggen. So. Ja, toll. Tolles Startgebiet. Erstmal gleich für die zwei so Dinosaurier. Dankeschön. Heps. So. Bin ich hier wenigstens ein bisschen sicher? Der Stein da sieht so komisch aus. Ich würde mal sagen, jetzt wo ich jetzt erstmal in Sicherheit bin. So. Herstellung. Baue ich mir erstmal jetzt eine Spitzhacke. Und dann ziehe ich mir natürlich erstmal die Brille auf. Ach ne, dafür brauche ich erstmal einen Helm. Okay. So. Und mit der Spitzhacke. Zack. Ups. Kann ich ja erstmal Flint besorgen. Den brauchen wir sowieso, glaube ich, für die Axt und für den Speer. Also die Dinosaurier sind nicht so hart, wenn man es mal ehrlich sein will. Die... Oh, Alter. Schreckt mich halt. Die können wir mit dem Speer nicht ganz locker wegfrühstücken. Aber dafür braucht man den Speer erstmal. So, wir können leveln. Ich nehme als erstes mal die Traglast.
Wo man echt extrem schnell. Dann lernen wir das Lagerfeuer. Ich lerne die Steinaxt. So. So, dann lass uns erstmal gucken hier. Inventar, Herstellung. Für die Steinaxt brauchen wir Holz und Stroh. Ja gut, dann besorgen wir uns mal Holz und Stroh. Klopp ich hier nochmal auf dieser verwelkten Palme rum. So. Herstellung. Und die Axt. Was brauchen wir dafür? Steine. Dann würde ich mal sagen, holen wir uns doch mal Steine. Aber erstmal tue ich mal die Axt hier jetzt auf Platz Nummer 2. So, dann laufen wir ein bisschen rum. Ich brauche ein paar Steine. Die machen mich froh. Die helfen mir dabei. Zu einem warmen Po. Ja, die Grafikeinstellungen sind bei mir noch ein bisschen runtergedreht. Weil ich hatte früher das Problem, dass Ark massiv geleckt hat. Alter! Blendet mich halt voll. Kann natürlich sich geändert haben. Ich bin so froh, wenn ich jetzt bald meinen neuen PC haben werde. Alter. Ja. Ich glaube, das Thema hatte ich schon mal in einem anderen Let's Play angesprochen gehabt. Dass ich jetzt darauf hin ziehe, einen neuen PC mir zu holen. Weil der hier langsam doch, in Rente gehen müsste. Sagen wir es mal so. Wie ich darauf komme, ganz easy. Der Gute ist fast schon 7 Jahre alt. Ich glaube, hier baue ich erstmal mein. Hier unter dem Baum baue ich mein erstes Heim. Dafür muss aber erstmal der Kram hier weg. Los, hau ab! Bin gespannt, wie schnell es mit dem Level abgeht. Wie ihr gesehen habt, habe ich ja jetzt die Standardeinstellung genommen. Weg, hau ab! So. Dann werde ich jetzt erstmal hier ein kleines Lagerfeuerchen machen. Inventar. So. Problem ist, dass wir natürlich bald auch essen müssen. Und ich hoffe darauf, dass wir schnell Nahkampfschaden. So, dann natürlich erstmal den Speer. Dann haben wir noch 7 Punkte. Dann nehme ich zum Hose und Hemd. So. So, kann ich den Speer denn jetzt schon bauen? Nö. Es fehlen Fasern noch. Okay. Lagerfeuer auch noch nicht. Oh, brauchen wir Stein. Den können wir uns eigentlich ganz locker holen hier. Mit der Axt. Ich guck mal so ein bisschen nach Dilosaurier. Was ich auch mal komisch fand mit der Stein. Aber das haben sie eigentlich ganz cool gemacht. Mit Steinaxt kriegst du mehr Stein. Also mit der Axt kriegst du mehr Stein. Während du mit der Spitzhacke mehr Feuerstein, aber auch Metall bekommst. Alter. Das sieht immer noch seltsam aus. Nicht lenken. So. So, dann wie gesagt Inventar, Herstellung, Lagerfeuer. Und dafür muss ich gleich nochmal ein bisschen grabbeln gehen. Ein Lagerfeuer hergestellt, sehr schön, das packe ich mir dann auch hier hin. Habe ich 2 Lagerfeuer jetzt gebaut? So ein Käse, wollte ich gar nicht. So. Oder? Ich habe sie noch nicht 4. Doch, tatsächlich. Ich habe tatsächlich 2 Lagerfeuer gebaut. Nein. So. Faser. Ich wollte Sachen grabbeln gehen. Für meinen Speer. Und natürlich auch für die Kleidung brauchen wir Fasern. Kommen wir leider nicht drum herum. So. Oh nein. Ich sehe dich doch da hinten. Oh, ihr Kackviecher. Hau mal ab. Warte ab, bis ich hier gleich meinen Speer gebaut habe. Ich baue meinen Speer. Ja, dafür brauchen wir ordentlich Fasern noch. So, auf die 5. Warte ab, warte ab. Ich baue mir jetzt noch das Hemd. Also die Oberteile, die Hose und das Hemd. Und dann komme ich rüber zu dir. Dann hoffe ich, dass mein Speer nicht beim ersten Schlag schon wieder kaputt geht. Das ist bei den Speeren so echt toll. Oh, da hinten ist ein Dings gelandet. So. Inventar. Herstellung. Hose.
Oh Gott, da fehlt eine ganze Ecke. Weißt du was, ich riskiere es jetzt einfach mal. Wir haben ja noch nicht so viel zu verlieren gerade. So. Ich hoffe nur, der ist alleine. So, wo bist du? Ich sehe gerade nichts laufen. Nur schlechte Texturen gerade da hinten. Wo ist er denn? Der war doch gerade noch hier. Da ist er. Ist echt schon so weit wieder weggelaufen? Hm. Ich habe gesagt, er bleibt jetzt hier vorne und nervt einen die ganze Zeit. Hm. Ich meine, ich will mich nicht beschweren. Dann gehe ich jetzt noch mal ein bisschen krabbeln. Zack, 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 zack. Auch wegen den Bären so ein bisschen. Ich hoffe mal, dass wir auch ganz schnell wieder Dodos finden. Ich bin ganz ehrlich, ich bin neugierig, was da hinten drin ist. Ist das Ding überhaupt noch da? Ja, es ist noch da. Ich gehe mal hin da so langsam. Soll ich mal ein bisschen umgucken? Das da hinten ist. Das ist doch, wieder ein Dings hier, ja. Ah, wie heißen sie denn nochmal? Also die sind nicht böse, die laufen weg, wenn man ihnen zu nahe kommt. Das ist ein Trilobit. Ja, Trilobit, komm her. Der gibt echt nette Sachen. Da hinten kommt schon wieder ein Dilo. Jetzt ist mein Speer natürlich ein bisschen angefuttert, angefressen. Kann ich mir noch einen zweiten basteln? Ja, perfekt. Falls der andere kaputt geht. Ich brauche mir sogar noch einen dritten. Attacke! Attacke! Was ist das für eine Kampfmusik? Das ist das Ding, das ist natürlich in der Welt hinten weg. Zweimal rohes Fleisch, zweimal Leder. Ha! Wer ist der König des Dschungels? Haha. Jetzt ist der Trilobit mir aber gehauen, ne? Trilobit? Oder läuft der hier noch rum? Schade. Ja, ich konnte mich jetzt auf den Trilobit nicht weiter konzentrieren. Da ihr, wie gesehen, ist das da hinten diese böse Insel? Also ich weiß, dass es hier noch, dass es zumindest früher, gab es hier eine Insel, wo die ekligsten Saurier drauf waren. Also sowas wie T-Rex. Ach, das ist der Otavi-Saurier schon wieder. Buh! Ja, auch Oviraptor, wollte ich mal sagen. Aber du bist mein! Hm, hau ab. So. Oh, hier ein bisschen mit der Axt drauf hier. Oh, wir haben sogar Öl bekommen. Ah, so. Du? Kumpel? Der sieht aber witzig aus. Ah, das freut mir. Mal freundliche Dinos hier. Also vielleicht nicht unglaublich freundlich, weil die hauen ja ab vor einem, aber... Ich wollte auf den Stein draufbleiben. Dann ist nur der andere Dilo. Aber erstmal kann ich jetzt das Level abmachen. Dann werde ich mir kurz nochmal den Nahkampfschaden erhöhen.
werde erstmal die Kleidung hier komplettieren. So, sehr schön. Können wir denn schon wieder ein neues Ding bauen hier irgendwie? Nee. Muss noch ein bisschen Fasern grabbeln. Werde ich gleich mal machen. Ich möchte jetzt erstmal den Dilo da vorne weg haben. Na, wo bist du? Büb, büb. Wo ist er? Da vorne ist einer, aber ich dachte, ist hier nicht einer, der noch der gewesen ist? Also der näher bei uns war? Gut. Ich sollte vielleicht den großen Felsen da aus dem Weg räumen. So, einmal Feuer. Dann packe ich erstmal die neuen Fleisch hier auf den. So. Nein. So. Weil der versperrt mir doch so ein bisschen die Sicht. Der Riesenfelsen, der. Mal ein bisschen grabbeln. Ich will mir jetzt erstmal meine Ausrüstung fertig bauen. Um zumindest ein bisschen geschützt zu sein. Ich habe immer die Ecke da im Blick, weil da ja der Dido eben noch rumlief. Oh! Die scheinen aber gerade jemand anders zu jagen, weil der sehr riesig, weil der Parasaurus. Was der Parasaurus hieß. Also ich bin auch kein Experte für Dinos, ne? Nur ins Info. So. Dann krabbel ich noch ein bisschen hier. Dann krabbel ich noch ein bisschen da. Sehr schön. Jetzt gucke ich mal, was ich bauen kann. Wir haben 65. Gut, dann baue ich ein Hemd. Und ein Hütchen. So. Und dann können wir eine Brille aufsetzen. Yeah. Muss mir auch ein bisschen husten. So. Jetzt gucken wir mal kurz, was unser lecker Fleischi macht. Brutzel, brutzel, brutzel. Hallo. Inventar öffnen. Ah, guck mal, 5 Fleisch haben wir schon mal. Jo, die werden wir jetzt noch. 5 Minuten, bis das abbrennt, ey. Voll der Krach. So. Ich pfeife mal ein Fleischi rein. Total tonlos. So, jetzt mache ich erstmal das, was ich ja eben gesagt habe. Wir schaffen mir erstmal den Stein hier vom Hals. Den Felsen. Bam, 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 bam. Alter. Da vorne ist er. Weißt du was? YOLO. So, Kumpel. Zeit für dich zu sterben. Dieses Geräusch. Bitte. Dreimal Leder. Einiges wieder ein Rumpfleisch. Mohaha. Nom, 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 nom. So, ich war noch ein bisschen. Ich dachte, ich habe ein Stück Fleisch gegessen. Moment. Inventar. Gegrilltes Fleisch hier hin. Noch nicht gegrilltes Fleisch da rein. Wunderbar. So. Ihr könnt auch mal versuchen, ein paar bisschen Dings zu grabbeln. Um auch nochmal Schuhe und so zu bauen zu können. Aber ich sagte ja, die Dilos sind ja die. Ich will auch nicht. Hallo, ich will nicht den Baum, ich will das da. So. Die Dilos sind ja auch eine der. Ich glaube, die zweitschwächste, wenn man von den Dodos mal absieht. Ah, Gott, brauche ich noch ein bisschen Leder für die Schuhe.
So, dann kriegst du aber erstmal Handschuhe. Nimm doch so langsam alles seinen Lauf. Ne? So, Inventar öffnen. So. Gucken wir uns mal ein bisschen um. Gehen wir uns noch ein bisschen um. Vielleicht finden wir noch was Schönes. Und dann, ja, es ist zwar nicht zwingend, dass wir da campen, also uns da was bauen. Wir schauen einfach mal. Können Sie auch erstmal auch ein bisschen umgucken hier. Das, da sind Trilobits. Zumindest einer. Die nehme ich mir immer mit. Die nehme ich mir mit, weil... Wie ihr gesehen habt, geben die auch Öl. Ach, das ist ja Oviraptor wieder. Geben die Öl. Ha, siehst du? Speer ist kaputt. So. Oh, sogar Siliziumbeere. Perlen. So, wir haben ein Level Up. Dann werde ich doch mal wieder den Nahkampf schaden. So, als erstes möchte ich die Kiste leeren. Ganz einfaches Ding, wenn ich, das wollte ich jetzt zwar nicht, aber egal. Und zwar, wenn wir, so, ich trinke immer Wasser. Deswegen mag ich auch gerne am Wasser bauen, da hat man nämlich seine unendliche Trinkquelle. So, ich habe nur vorhin den Oviraptor hier gesehen. Da vorne ist es schon wieder ein Dilo, ne? Den ich da sehe. Also da vorne ist definitiv ein Dilo. Der kommt auch ein bisschen auf uns zu. Der kommt auf uns zu, besser gesagt. Ist auch nur einer, ne? Nicht, dass ich hier dann mich gleich mit zwei oder so prügel. Das muss nicht sein. Fünf. Was ist das denn da vorne? Hier ist eine Truhe. Stegosaurus. Okay. Und wir haben ein neues Level bekommen dafür. Das ist ja geil. Eine Truhe, man kriegt ein neues Level. Gefällt mir. Was ist das denn hier? So, ich nehme jetzt aber mal die Gesundheit. Was? Wir haben drei Level gemacht? Traglast und... Wasser. So, dann mache ich erstmal hier die Foundation. Dann natürlich die Strohwand. Der Ledersack. Das ist ja schon fast Cheating hier. Ich musste mir mal kurz wieder husten. Das ist ja fast Cheating, was hier gerade passiert ist. Narkosemittel. Ach, erstmal brauche ich Mörser. Mörser. Mösel. Stöße, Mörser. Huch. Nicht laggen. Er lädt wieder neu. Dodo. Da ist ein Dodo. Können wir uns jetzt eigentlich die Dings bauen? Die Schuhe? Nee, auf den Fasern jetzt, ha? Ne, lieber Fasern als Leder, ne? Hey, Dodo. Mäh. So. Ich werde mir den Kleinen jetzt tamen. Der scheißt mir... Ah, Oviraptor. So, wir schenken ihnen ein paar Bärchen. So. Ey, der Oviraptor, ne? Ja, komm, hau ab. Du machst mich sowieso kirre hier. Na, großer.
Und es regnet. Na? Ich habe immer Angst, bei dem so eine Waffe in der Hand zu haben. Ey, dieser Oviraptor, ne? Hau ab! Ich nenne dich mal Kiki! Oder Dodo! Komm mal mit, wo ist er? Kann ich den Oviraptor nicht einfach killen? Ne! Jetzt komm nicht weiter. Ja, da kommen gerade auf der anderen Seite kommen alles Dings runter. Und es wird langsam dunkel. Kiki kommt an. Kiki meckert auch. Was lief da gerade kleines lang? Ist das wie ein Oviraptor? Wenn das ein Oviraptor ist, ist es ein Oviraptor, der ziemlich gerade Angst hat vor irgendwas. Also der Oviraptor hatte gerade vor irgendwas Angst gehabt. Das hat man so an der Körperhaltung gesehen. Was wollte ich denn da angreifen, Großer? Nein! Ein Raptor! Nein! Nö, 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 nö. Nein! Hau ab! Oh, Alter! Nein! Ach Mann! Naja, Leute, ich beende da mal die Folge für heute. Beim nächsten Mal werden wir dann, ja, in der Suzone 2 mal anfangen, denke ich mal. Wer hat denn, wenn ihr ein paar bewerten könnt? Wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Ciao, ciao!